Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den amerikanischen M3 Stuart auf der Karte Minen. Und ich versuche mich hier am Rand, am östlichen Rand der Karte zu der Position C9 vorzuarbeiten. Und jetzt sehe ich, dass der Hügel in der Mitte schon von unseren Panzern eingenommen wird. Hinter mir fährt noch ein Panzer 2G. Ansonsten sind die meisten Panzer im Zentrum der Karte. Und jetzt bin ich gleich am ersten Einsatzort. Und da drüben haben sich einige Panzer versammelt. Und der Schuss ging nicht. Und auch der hat nicht getroffen. Aber jetzt endlich in den 3E. Und der M3 hat eine sehr hohe Schussfolge. Aber bis jetzt konnte ich nur 34 Schaden produzieren. Das ist nicht sehr viel. Der ging nicht mal durch. Jetzt in den Cruiser. Und den nächsten, mein Counterpart, M3 Stuart auf der Gegnerseite. Und nochmal ein schöner Treffer. Und ich glaube, der Cruiser steht da. Ah, doch, da ist er. Treffer nochmal in den Cruiser. Oh, da kommt ein Panzer 2J. Und der Cruiser kommt eventuell hier nochmal rausgefahren. Da steht er. Ah, und da wurde er zerstört. Aber da ist der 2J. Und ich glaube, ich muss gleich auf APCR wechseln. Denn so komme ich durch den Cruiser, durch den Panzer 2J nicht durch. Ja, entweder hat er mich gespottet oder er schießt jetzt blind hier rüber. Das ist jetzt schwer zu sagen. Aber ich stehe hier auch ganz alleine. Von daher wäre etwas Hilfe angebracht. Versuche ich ihn nochmal zu spotten. Da hinten ist er. Oh, im Turm. Treffer in den Turm. Und da drüben ist der M3 Stuart wieder. Treffer. Und auch da wurde er zerstört. Auf 59 Punkte runtergeschossen. Jetzt hat er sich da wieder in Sicherheit gebracht. Steht da hinter den Felsen. Ich komme nicht ran. Aber da rechts, da steht ein LTVZ-38. Jetzt muss ich sehr weit nach vorne vorrücken. Auch der LTVZ wurde zerstört. Und der Panzer 2J steht da immer noch hinterm Felsen. Aber irgendwo muss der 3E ja noch sein. Und da ist der 3E, der ist da hochgefahren. Und da steht gleich noch mehr. BT5. Oh, der Schuss ging oben drüber. Jetzt endlich ein Treffer. Und das ist ein 10TP. Polnischer Panzer. Schöner Treffer von der Seite. Und da war der 10TP zerstört. Und da ist der 3E und der BT5. Jetzt kommt der 3E hier rausgefahren, aber ist hinterm Felsen. Und jetzt muss ich etwas vorrücken, wenn ich denn noch etwas mehr Schaden produzieren will. Vielleicht kann ich den 3J ja nochmal treffen. Denn der verteilt hier gerade ordentlich Schläge. Ja, der 2J ist so schwer zu knacken. Und solange der 3E da oben nicht gespottet ist, kann ich da nicht rüberfahren. Da ist der 3E wieder.
Oh, steht hinterm Gebäude. Ist also runtergefahren. Ich kann raus. Vielleicht kann ich den 2J ja noch mal treffen. Jetzt trifft er mich. Ich muss hier auf die Seite. Und jetzt kommt er auf mich zu. Und ich habe in den Boden geschossen. Und jetzt versuche ich ihn von der Seite zu erwischen. Und nicht durchgegangen. Und da hat er mich zerstört. Am 2J gescheitert. Aber eine WN8 von 3507. Damage von 831. Aber leider kein Kill. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.